Lisa, ich bitte Sie um einen kräftigen Applaus für unseren 1-Millionsten Kunden in unserem Möbelhaus. Ich gratuliere Ihnen recht herzlich zum Hauptpreis und darf Sie bitten, wie ist Ihr Name? Seidel. Ja, darf Sie bitten, Herr Krügel, pardon, Herr Seidel. Da bin ich spontan der längste Nieder. So, hier für das Pressefoto Aufstellung zu nehmen, gell? Ach so, ich höre, der Herr Landeshauptmann ist noch nicht da. Na, dann so ein bisschen Geduld bitte noch, gell? Ach so, Mikrofon, ja. Was sagen Sie, wenn wir nicht zufällig da gestern daherfahren, also... gegen meinen Willen da nach Langenrohr vor lauter Langeweile, ja, in dieses unselige Einkaufszentrum, weil meine Frau hat gesagt, fahren wir einkaufen. Hab ich gesagt, warum, was brauchen wir? Hat gesagt, nix, schau mal. Wir werden schon was finden, nicht? Also das werden wir eh ewig leben, ob es wurscht ist, was man macht, nicht? Ich gesagt, nein, aber kein, also geschüttet hat es, was der Himmel hergibt. Keine 10 Pferde bringen wir normalerweise raus, bis auf meine Frau. Und die hat gesagt, nein, wir müssen unbedingt darauf fahren, weil da gibt es einen DM. Da ist sie Mensch, da ist sie zu Hause, ja. Da gibt es einen DM. Das ist für sie der Mittelpunkt, weil der hat diese Allnatura-Produkte, dieses Bio, 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 Bio. Das verrotet schon, wenn du daheim fährst. Das ist. Und da müssen wir ein Waschmittel kaufen, weil der Kleine hat so einen Ausschlag da am Bauch und da muss man die ganze Wäsche damit waschen und dann wieder gesund werden. Und ich habe zu ihr gesagt, Herzlein, bitte, warum fahren wir nicht einmal Waschmittel kaufen, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind? Sie hat gesagt, wieso, wir sind ja mit dem Auto unterwegs. Sag ich, nein, bei diesen riesen Parkplätzen sind wir da und das Auto ist dort. Ja, solche Distanzen bestreite ich mit dem Fahrrad normalerweise. Aber nein, wir müssen dort unbedingt drauf. Ich geschüttet schon beim Rheinbiegen nach Klein-Venedig, ja, in diese Parkbuchten, Sie kennen diese Rinnsal, die da zwischen den Parkplätzen sind, ja, wo ich mir schon gedacht habe, ob da nicht einer mit einer Europalette mit 200 Kilo Blumenerde zu seinem Auto zu beruhigt hat. Und ich habe gedacht, ja, Sole mio. Ja, na bitte, parken wir uns dort rein und schwimmen in dieses Einkaufszentrum. Von oben werden wir nicht nass, weil da hat es nämlich Jubiläumsschirme gegeben. Jetzt weiß ich auch warum. Bin ich dreimal reingegangen, einmal 9 Schirme haben wir gehabt, haben wir für jeden einen mitgenommen. Also von oben werden wir nicht nass. Sagt meine Frau so, jetzt gehen wir zum DM. Sag ich, nein, zum DM kannst du gehen, ich geh da nicht rein. Zum DM bringt mich einmal gar nichts. Das ist für mich Apotheken mit Hundsfutter. Das ist mir zu steril. Ja, da habe ich Angst, ich reiße einen Keim auf. Das geht für mich gar nicht. Sagt sie, geht's ihr zum DM? Ich gehe in der Zwischenzeit zum Saturn. Ja, und kaufe Druckerpatronen. Ja, die er leider nicht hat. Was brauchst du? Ha? Druckerpatronen? Da. Für welche Produkte? Für Epson Stylus DX 3800, Baujahr 2010. Oder Baujahr 2010, das Ding ist so alt wie Star. Hast du vergessen, wo du bist, oder du bist bei Saturn? Duschko, kommst du? Hab ich lustige Typ. Will kaufen Druckerpatrone für Epson Stylus DX 3800, Baujahr 2010, Alter. Ha? Da bist du gute Idee, da fährst du jeden Samstagvormittag, ja, ins Gettenbrückengasse, große Flohmarkt. Da kaufst du Schreibmaschine mit Blaupapier, da kaufst du das. Ja. Sag ich, dann kalt er das. Sag ich, behalte dir deine Patronen, ja, kaufe ich sie nicht, kaufe ich einen Drucker, sind welche dabei, spüle ich auch. Oder ich kaufe eine externe Festplatte, weil die hat er im Angebot bis vorgestern. Sehr gut, das ist genau meins, ja, ja, immer. Immer noch einen Tag später, dass die Angebote aus dem Regal auch weg sind. So, gut, kaufe ich keine Netflix Backup vom Backup, kaufe ich noch ein Backup-DVD, das ist dann einfach billiger, auch schon wurscht. So, gehe dann zurück zum DM, gehe aber nicht rein, schaue nur rein, ob meine Lieben noch da sind, sind nicht mehr da, die sind schon weiter geschwommen rüber zum Baumax, weil die Andrea will dann noch kaufen, so, der hat im Angebot so Paradeispflanzeln, so Cocktailtomaten fürs Grab vom Onkel Heinz. Ja, der war Kleingärtner, haben wir gesagt, das ist sicher in seinem Interesse. Nicht? Du weißt ja nicht, wo dieses Obstgemüse herkommt. Nicht? Jetzt haben wir quasi aus seinem Grab haben wir so ein Hochbeet gemacht und haben im oberen Bereich haben wir so, also sagen wir so, unten bei den Füßen haben wir so Zucchini, Kohlrabi,
in der Mitte eben diese Paradeisabteilung und oben den Kopfsalat. Nicht? Wo, ja. Zurück zum Ursprung. Nicht? Ursprünglicher geht's gar nicht. Düngen tut der Heinz sich selber. Das haben wir so ausgemacht vorher. Aber man soll es nicht unterschätzen. Wir haben, glaube ich, 2 Jahre her haben wir eine derartige Paradeiserernte gehabt. Am Grab. War sensationell. Heißt, haben wir unser eigenes Ketchup gemacht. Ne? Heinz. Und gesagt, wird vielleicht einmal eine Marke. Ne? Und am Anfang natürlich alles, haben sie gefürchtet, das Maul zerrissen, kleine Ortschaft, kleiner Friedhof. Ja, und nicht selten, wenn ich gießen gehe, sehe ich, da wie eine Dame ein bisschen nascht, ne? die am meisten. So, also wir und diese Cocktailtomaten, wir schwimmen dann zurück zum Auto, von oben werden wir nicht nass, ob der Schirme, ne? Und kommen beim Auto an und ich sage dann zu Andreas, ich gebe bitte, Schatz, bist du lieb, gibst du mir bitte meinen Autoschlüssel aus deiner Handtasche? Wie, der ist in der Spielecke im Möbelcenter. Mhm, mhm. Weil der Noah dort gespielt hat, mit dem Autoschlüssel. Hat er dort sonst nichts gefunden, außer mein Autoschlüssel. Mhm, mhm. Na, weil die haben nämlich vor 10 Minuten zugesperrt, in diesem Möbelhaus. Ja? Und in weiteren 10 Minuten sperren hier alle anderen Geschäfte in diesem Einkaufszentrum und dann klappen sich die Wände zusammen, der Parkplatz rollt sich auf und wir stehen in einem Zuckerrübenfeld und werden hier wahrscheinlich ums Leben kommen. Gut, also Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, sage ich, dann machen wir es anders. Dann gib mir einfach deinen Reserveschlüssel und ich fahre übermorgen rauf und hole den. Bitte? Deinen Reserveschlüssel. Wo ist der? In der Mittelkonsole vom Auto. Mhm. Dann sag mir jetzt einen triftigen Grund, warum der Reserveschlüssel in der Mittelkonsole. Bitte? Ist zu schwer fürs Handtaschen. Sehr gut, ja genau, jetzt vorher. Schatzilein. Heute ist Samstag, morgen ist nix. Am Montag findet man uns tot wie Wasserleichen, aber versunken im Gatsch. Was denkst du dir eigentlich dabei? Ich so, Unfall. Und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Und ich sag's ja, bitte, musst du nicht gleich in Panik verfallen, wenn mir irgendwas nicht passt. Ich bin ja Teil der Glaubensgemeinschaft. Ich bin ja beim ÖAMTC Mitglied. Sag ich, der gelbe Engel wird uns retten. Sag ich, Noah, jetzt kannst du anschauen, wie der Papi ein Problem löst. Und zwar in aller Ruhe. Ich nehme mein Telefon. Finger brauchst du nicht mehr dreckig machen, mit Sprachwahl funktioniert das wunderbar und rufe den ÖAMTC mit. ÖAMTC C. So, das funktioniert, der erkennt mich, der weiß sofort, wo wir stehen. Ja, der kennt sich sofort aus, ich brauche nur mehr meine Kundennummer eingeben, sage ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weiß nicht, warum man das so leicht merkt. Ja, ja. In 1,5 bis 2 Stunden. Zack, überhaupt kein Problem. Dankeschön. So. So funktioniert das. Habt ihr gesehen, wie man das macht? Ne? In aller Ruhe. Der wird uns retten. Gelbe Engel wird uns retten. Sehen nur, wie der Papa das macht. Wenn ein kleines Problem ist, lösen wir das. Hm? Wieso schaust du so verzwickt? Hm? Papi, was hast denn du? Hm? Tust du drucken? Hm? Schau mal her. Gut. Nicke, Papi, so kacke gemacht. Du hast ja 2 Jahre kein Windel mehr, bitte. Wieso hast du denn die Hose kacke gemacht jetzt? Was? Nein, Schatzi, da klappt sich kein Haus zusammen, da rollt kein Parkplatz auf. Nein, Schatzi, aber geht das Wort doch ein Dinge. Bitte, Andrea, her, sag doch dem Kind, dass ich habe einen Spaß gemacht. Der Papa hat ein Wort. Bitte, Andrea, ich stehe hinterm Kind und schaut auf, wie sie. Oh, Scheiße, das gibt's doch nicht, weil er da. Na, du hast dir eine Mami ausgesucht, sag einmal. Na, Herr Andrea, ein bisschen mitarbeiten kennt das doch. Wir können unmöglich jetzt 2 Stunden so warten, Herrst. Der Kleine verkrustet uns im Schritt. Was? Na, geh. Ach Gott, ich mach was mit. Na, ausrufe ich den Kurtl. Kurtl wird uns retten. Kurtl! So, Kurtl war sofort, wenn ich so eine Brüder brauche, was? Da hab ich. Da ist Not am Mann. Es dauert nicht lange und der Kurtl kommt schon her. Zack, holt uns ab, wir steigen alle ein. So, bitte, André, steig ein. Die Ringschirme nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Den. Na, den lassen wir da, so Paradeispflanzeln alle rein. Kurtl, vorsichtig vorne ist meine Familie, gell? Bussi, zack. Ich melde mich, wenn alles vorbei ist. Aufpassen. Puh. Puh. Noah! Noah, sag mal, warum stehst du noch da, Pupilein? Wieso bist du nicht ins Auto eingestiegen? Sag, das gibt, bitte. Ihr habt das Kind vergessen! Ich weiß nicht, wie kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Ich sag, na, du bist ein gestraftes Kind, du hast dir eine Familie ausgesucht. So, der Kurtl trat um, so, Noah, einsteigen. Am besten ihr lasst die Fenster offen, sonst wird er geschlecht werden, das kann ich so.
Bussi, Papa, ich melde mich. Habe ich schon gesagt, ja, passt. So, na, dann warte ich 90 Minuten. Das ist eine Zeit, die wird vergehen. Das kenne ich noch von meiner aktiven Laufbahn als Kicker. Das wird vergehen. So. Es dauert aber gar keine 90 Minuten und da kommt er schon. Der gelbe Engel in Form eines Opel. Ich sehe ihn kommen und wink ganz verrückt. Hallo, da bin ich. Völlig unnötige Aktion, weil ich der einzige Trottel bin, der auf diesem Parkplatz steht. Alle anderen sind daheim. Bei so einem Wetter, ich wink ihm und er kommt mit seinem gelben Opel, fährt ganz entspannt zu mir her, lässt das Fenster runter und sagt mit ruhiger Stimme: Gary, wie oft soll ich dir noch dein Auto aufspüren? Nein! Der Herr Glück? Ja, so ein Glück? Ja, grüß Gott, Herr Glück! Herr Glück? Das ist ganz ein lieber Kerl. Ganz ein lieber. Bissel unheimlich. Der Herr Glück hat mir, glaube ich, in den letzten 4 Jahren 6-mal mein Auto aufgesperrt. Ja. Ganz ein lieber Kerl. Am Anfang bissel unheimlich. Ja. Beim ersten Mal, also bei der ersten Autoöffnung, ist er dann gekommen und ist so ausgestiegen, hat sich die Schuhe rausgezogen und ist so mit einem Pendel ums Auto herumgegangen und hat geschaut, ob wir irgendwo kosmische Störfelder herbekommen. Ne. Habe ich gesagt, Herr, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist der Schlüssel, ist sicher von heraus. Also deswegen sagt er, nein. Man weiß es nicht. Ne. Man weiß es nicht. Dann hat er mir erklärt über Reinkarnation, ja, und ob ich eine Rückführung machen möchte. Hab ich gesagt, na, mir tät schon genügen, wenn ich wieder zurückfahren könnte. Ja, und zwar gar nicht in einem anderen Leben, sondern in mein Leben einfach wieder zurück. Da war ich schon zufrieden. Ja. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir schon einmal überlegt habe, wer ich schon alle einmal war. Ich gesagt, na. Ah, ich verbringe sehr viel Zeit damit, mir zu überlegen, wer ich eigentlich bin, aber wer ich schon war. Also, gar nicht. Ne? Und ich muss Ihnen sagen, wenn Sie sich hinsetzen, und ich habe das gemacht, hochinteressant, das lohnt sich. Ich habe ein mit Kokoschka gemalt und ich war auch mit Jännerwein im Wald. Ich hab das Gretchen gegretet, im Garten Eden gejätet, in Asbach wurde ich einst uralt. Ich bin mit Harzer durch den Wald geflogen, ich hing mit Christoph Kolumbus in den Wogen. Ich hab als erster Europäer Amerika gesehen, damals ohne Arm ist es zwar schön. Ich hab mit Jesus am Berge Sinai gepredigt, das mit dem Hitler-Attentat hab ich erledigt. Once I had a dream, ich war der erste Mann am Mond und Dolly habe ich geklont. Ich war Moses, ich war Gandhi und Jack the Ripper. Ich hatte Mumps, Scharlach, Rüdel und den Tripper. Ich hatte Beulen von der Pest und volle Schuhe von der Ruhe und noch 7 Viertel Pedihead dazu. In 100 Leben ist mir niemals fad geworden. 1000 Museen könnte ich füllen mit meinen Orden. Wie dieses Lied hier ohne Ende reis ich weiter durch die Zeit. Doch weiß ich nicht als wer und auch nicht wie weit. Ja, vielen Dank. Sehr interessant, sollte man machen. Also vielleicht sind wir wirklich nicht zum ersten Mal auf der Welt. Man sollte den Gedanken, kann man ja mal eine Minute lang im Raum lassen. Nicht? Ich meine, vielleicht sitzen Sie heute neben irgendjemandem, wo Sie sich denken, stinken tut er nicht, aber irgendwas ist. Ne? Und ich habe dann so eingelesen, das Reinkarnation, ja. Man dachte, ja, ich weiß nicht, jeder redet davon, Re, das ist ein Viech wie jedes andere, nicht? Herrlich mit Rotkraut und Preiselbeeren, aber was ist das? Aber dann bin ich drauf, Wiedergeburt, was das bedeutet, um Gottes Willen, ne? Habe mich dann weiter eingelesen, habe es aber dann nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, es ist ja sowieso so, dass sich alle 7 Jahre deine Zellen komplett erneuern, also man reinkarniert ja eh ständig.
Also insofern hat man ja, wenn man es da wart, irgendwann einmal einen neuen Partner. Ne? Und das ohne Anwalt. Ne? Da warten muss das. Ne? Denk, wenn das die Tante Mitzi seinerzeit gewusst hätte, die war noch von einem anderen Schlag. Ne? Tante Mitzi und Onkel Heinzi, die waren 52 Jahre verheiratet. Ich wiederhole. 52 Jahre. Das ist für mich eine nicht greifbare Zeitspanne. Ich weiß ja nicht, wie das Mesozoikum. Ja? Ich weiß, es gibt es, aber ich könnte es jetzt nicht aufzeichnen. Ne? Das ist fast ein ganzes Leben. Oder was halt noch übrig bleibt davon. Ne? Von beim Heinzi war es noch irgendwie bei der Eisenbahn. Der war schon 30 Jahre daheim. Ne? Die waren ja wirklich zusammen, muss man sagen. Ne? Obwohl zusammen stimmt jetzt so nicht. Zusammen waren es 42 Jahre, weil 10 Jahre war der Heinz in Kriegsgefangenschaft. Ja. Das waren nicht die ärgsten Jahre, hat er gesagt. Bei Weitem nicht. Ja. Zu mir hat er mir gesagt, was der Unterschied ist zwischen der Ehe und der Kriegsgefangenschaft. Ich habe gesagt, hat er gesagt, in Russland haben wir die Hoffnung gehabt, wir kommen frei. Ja. Eines muss man sagen, Mitzi schon auch die Generation, redet man nicht über den Tod. Ja, wollte jetzt nicht. Jetzt haben wir zusammengesessen und sich keiner ausgekannt, also nichts, hat keinen Vierzeiler hinterlassen, was einmal sein soll, wenn sie nicht mehr ist, oder weil sie nicht ein Gewand herkriegt für einen Sorg oder die Urne. Gut, da brauchst du kein Gewand, aber sie wissen, was ich meine, also nichts. Und die Andrea hat sich dann erinnert, dass die Mitzi einmal gesagt hat in seiner geselligen Runde, jetzt haben wir gesagt, wann mit mir was ist, hat sie gesagt, dann tut es mich verbrennen, weil dann kann man der Heinz aufstrahlen am Weg zum Haus, wenn es glatt ist im Winter. Ne? Der Heinz in seiner charmanten Art gemeint hat und hat gesagt, ja, was aber deppert, wer ich sei hier, dann trage ich mir dir wieder ins Haus rein. Ne? Also man liegt selten am Sterbebett und denkt sich, ich hatte ein schönes Leben. Na, warte, das machen wir noch einmal, das geht besser. Oder die überhaupt glauben, dann bis zum Schluss noch der Familie so Instruktionen geben zu können, dass die wissen, was zu tun ist, wenn sie einmal nicht mehr sind, wo er noch Anweisungen gibt im Sinne von, Hertha, das Auto gehört zum Pickel. Und sag ihm, er soll da gleich die Raffen umstecken, ja. Aber Schmatt, das brauchst du dem keinen mehr geben, den hab ich ihm schon bei den Winterraffen gegeben. Und schau auf die Uhr, 12 ist, wo ist mein Schnitzel? Ich meine, wenn der geht, ist ja ein Segen für die Familie, muss man sagen. Ne? Ja. Ist ja ein Segen für die Familie. Das ist vielleicht doch besser, man hält sich an berühmte letzte Worte von berühmten Menschen. Und die vielleicht berühmtesten letzten Worte von einem der berühmtesten, Johann Wolfgang von Goethe, der angeblich gesagt hat, Licht, mehr Licht. Ob er das gesagt hat, weiß kein Mensch, aber es klingt gut. Ne? Oder sagen wir, der Beethoven hat gesagt, Freunde applaudiert. Hurra, dankeschön. Die Komödie ist zu Ende. Puh, na, das ist ein Abgang. Das ist, also ob er es gesagt hat, weiß man auch nicht, kehrt er das auf keinen Fall. Ne? Also das weiß man nicht. Ja. Auch ganz berühmte letzte Worte von Menschen, die man vielleicht nicht so kennt. Ich glaube, so unter Führerschein-Neulingen ist ganz, ganz oft Gaza. Das kommt, glaube ich, gar nicht so selten vor. Dann im Baunebengewerbe. Klassiker ist Installateur, dieses, na, bei unser Gas ist das Riechen. Ja, okay. Oder Elektriker ist, na, Sicherungen sind draußen. Das ist, glaube ich, gar nicht so selten. Ganz oft unter Pärchen, Schatz, vertrau mir. Ja. Ja. Oder berühmte letzte Worte vom Onkel Heinzi, die Bremsen mache ich mir selber. Ja. Ja. Ich habe mir meine noch nicht überlegt. Ist, glaube ich, noch zu früh. Bin ein junger Mensch. Ne? Obwohl, man weiß es nicht. Man weiß nicht, wann es soweit ist. Ne? Ich kann heute da rausgehen, dann spät abends, irgendeiner mit dem Wagerl verbremst sie, nimmt mich mit und ja, berühmter letzter Abend von mir. Ne? Wird sie weniger tangieren als mich. Für mich wäre es sehr einschneidend, für sie eher weniger. Aber man weiß es nicht. Ne? Das wäre dann so ein berühmter Schicksalsschlag. Aber ich glaube an das nicht. Glaube ich nicht, nein. Wissen Sie, weil wenn eh alles Schicksal ist, dann brauche ich mich eh um nichts kümmern. Na, dann lass ich es treffen. Ne? Sitzt irgendwann beim AMS und sagt, hören Sie, ja, find keinen Haken, was Sie machen. Ne? Soll ich nicht sein.
Brauchst dich um nichts kümmern, ja? Vor allem, es ist auch völlig unerheblich, ob du an das Schicksal glaubst oder nicht. Ne? Weil wenn du daran glaubst, kannst du nachher sagen, das habe ich geglaubt. Ne? Und wenn du nicht daran glaubst, kannst du nachher sagen, das habe ich nicht geglaubt. Ne? Aber wem sage ich das? Ne? Wem? Denen, die du nachher wieder triffst und die angeblich genauso aussehen, wie an dem Tag, wo sie das schönste Kleid anhatten, ja, und wo zum ersten Mal die Frisur gepasst hat. Ja, oder schaut man so aus, wie zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Wenn er nicht der Onkel Heinzi, jetzt noch in der linken Hand, ja, schweißgebadet, das Lenkradl von seinem Opel Rekord, ja, mit der rechten, der schaut, dass er noch irgendwie den Gurt in die Schnalle bringt, mit dem rechten Fußerl steigt er ins tote Bremspedal, ja, weil die Bremsflüssigkeit, die vorne eingekehrt hat, liegt hinten am Sitz. Ja, und sein letzter Gedanke ist, na, das geht ja aus. Ne? Das ist ein gestorbener Optimist, der Onkel Heinzi. Ja. Und würde er dann im Jenseits oder wo auch immer, da drüben, oben, unten, wir wissen ja nicht, wo das anfängt, wo das aufhört, ne? Würde er die Tante Mitzi wieder treffen? In der Zeit vor dem Hauskleid? Wäre sie diese prima Ballerina, in die er sich irgendwann einmal verliebt hat? Und die vielleicht wichtigste Frage, braucht man dort drüben Geld? Also die griechische Mythologie lehrt uns ja, also die Griechen haben ja früher dem Toten eine Münze aufs Auge gelegt und das war die Gage für einen Fährmann, den Charon, der dich hinübergebracht hat in die andere Welt. Ne? So. Sag ich, was lege ich heute dem Toten? Lege ich einen Euro aufs Auge? Mit der Gage kommt er nicht einmal bis zum Friedhofsdeal. Das ist ja nichts mehr wert. Nicht? Also was sind die Grabbeigaben der heutigen Zeit? Nicht? Ein Handy. Ich heuer mir ein Handy noch. Ne? Und am Grabstein oben sitzt der Inder mit dem Solarturban. Ne? Und schaut, dass er unten der Akku nicht ausgeht. Ne? Hier ruht Onkel Heinz, ich bleib auf Empfang. Ne? Hopp. Entschuldige. Nachricht von Heinz. Paradies ist ein Reif. Du hast ja das. Das funktioniert wirklich. Es geht. Ich meine, die Ägypter, die haben sich ja in die Gräber, um Gottes Willen, die haben sich so Goldhauben und so Brustharnisch und dann so Ketteln und Uhren, also Uhren nicht, aber Uhrringeln und so alles. Ganze Sklavenstämme haben sie die dazu noch geschmissen quasi in Ding. Ne? Und das war bei Weitem kein deppertes Volk. Ne? Bewegt sich unsere Gesellschaft zurück? Was sagt man einmal über unsere Kindeskinder und über unsere Kinder und über uns? Was sagt man einmal über uns? Ja? Ich sage, zum Lesen der chinesischen Zeitung, ja, musst du 4000 Schriftzeichen beherrschen. Sonst kannst du da drüben nicht Zeitung lesen. Ja? Jetzt haben wir 26 Buchstaben. Wenn das bei uns so wäre, die Leute so in der Früh in der U-Bahn sitzen mit der Schonzeitschrift, dann sagen, das ist ein U, das weiß ich noch. Ja. Da würde der ganze Waggon zusammenrennen, dass sie die Schlagzeilen zusammenbringen, ne, zwischen zwei Stationen. Wahnsinn. Also was sagt man, wo ist unser Orakel? Wer beantwortet uns, unserer Generation, die großen Fragen des Lebens? Ja? Diese drei großen W, dieses, woher komme ich und wohin gehe ich und was mache ich eigentlich dazwischen? Ja. Ja. Wobei mich das dritte W am meisten interessiert, weil es das einzige ist, das ich beeinflussen kann. Wo ist unser Orakel? Wo raucht es nass? Ist es die Raucherhalle da in der Abflughalle in Schwechat, das Raucherkammerl? Ja. Wissen die Raucher mehr als wir, als der Rest? Und wenn ja, warum vertreiben wir sie dann? Na? No. Wiederholt sich die Geschichte? Hat auch Kopernikus geraucht? Na, spätestens dann, wenn sie ihm auszünden hätten, aber das ist ihnen ja eh nicht gelungen. Ne? Muss man... Hopp, Entschuldigung. Ist jetzt der Landeshauptmann dabei? Ich hätte an sich schon noch was zu tun. Bitte? Das war der gelbe Engel, der Christophorus, nicht der schwarze. Ja. Das haben wir nicht gehört. Ja. Entschuldigung, wo ist er? Geburtstagsfeier, ha? Von einer 100-Jährigen. Na, dann die Dame hat weniger Zeit, ich wollte schon. Ja.
100. Wenn die jetzt 100 ist, dann ist die geboren 1912. Ja, ist eine Kopfrechnung für einen Maturanten. Ne? Aber gesagt hat auch keiner was. Ne? Ich sag's noch. Ja? Ja. Nein, wir wollten nicht stören. Nicht? Wir hätten schon gewusst. Nein, wir hätten schon gewusst. Ja. 1912, die hat noch den Kaiser erlebt. Ja? Vom Kaiser bis zum Feimann. Ja? Das ist eine Fallhöhe. Ne? Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Feimann. Ja? Ja, danke. Ist eher nicht das andere. Wurscht, ja. Aber wissen Sie, die Kinder, die heute auf die Welt kommen, diese Generation der Dreischeiben-Isolierverglasung, kennen keine Eisblumen. Woher auch, ne? Oder so wunderschön klingende Ausdrücke wie Kokskiebe. Milchkau. Schlafhaum, Nachtschirm. Kennen das nicht, ne? Oder so Kleinigkeiten, die ich noch kennen darf. Ich kenne das auch nur vom Hören sagen, wenn du zum Beispiel, also das kenne ich dann schon noch, wenn du beim Kassettenrekorder ja, auf Eject druckst und dann nimmst die Kassette raus und fährst mit dem Bleistift rein und tust so drei Nummern vorspulen, dass Batterien schonst, ne? Das kenne ich schon, ja? Wenn du das so aus dem Autoradio aussetzt hast, ja? Wer wenn es heiß ist, frisst das, ja? Und mit so einem Bündel irgendwas wird das dann aufgespult und dann klebst es fein säuberlich und dann gibt man es wieder rein und schaut, ob es passt und dann geht es und dann funktioniert es wieder. Nicht? Das sind schon auch schöne Erlebnisse. Nicht? Ich kann mir erinnern, meine Mutter mit dem Vierteltelefon am Kabel runtergelaufen ist und zur Nachbarin umgerufen hat und gesagt, Frau Fichtinger, links auf mit den Nein, irgendwann gerne mal telefonieren. Nicht? Das ist schön, das sind schöne Bilder. Interessiert heute niemanden mehr. Ja? Zu Recht. Zu Recht, interessiert niemanden mehr. Ne? Ja, so hat jede Generation ihre. Schon gut. Wissen Sie, und die Andrea, also meine Frau, die sagt dann immer zu mir: Ja, ich hole mir meine Jugend zurück mit kindischen Aktionen. Ja, also meine kindische Aktionen muss man vielleicht definieren. Kurtl, kurz erwähnt: Kurtl, guter Freund, eben wie gesagt, ein Autonarr. Der Kurtl, das sind keine Wagen, das sind so PS-Monster. Völlig unnötig, braucht kein Mensch. Kurtl muss alle drei Monate ein neues Wagen einfahren. Ne? Und der Klassiker ist, fahren wir nach Salzburg auf einen Kaffee. Ja. Sag ich, ja, was, ich bin selbstständig, ich hab Zeit, fahr mal. Ne? Wo ich sitze, ist wurscht. Ne? Also, fahr mal. Das ist diese lange Gerade bei einer Lenkbach, nicht, wo man so wunderschön dann rein sieht in diese Linkskurve und da dürfte irgendwo vor einem Unfall passiert sein, sonst alle schön brav auf Zeiten gefahren, sind wir durchblasen in der Mitte. Ein Botzen-Idee von der Astfinach, die einzige, muss man zwar dazu sagen, nicht, aber sind wir wirklich Testosteron gedrängt in die Festspielstadt eingeritten und wenn man alle Radarfotos nebeneinander legt, die haben einen Kurzfilm von unserer Reise und da haben sie noch von vorn fotografieren dürfen, da blitzen unsere Augen. Nicht? Und da sagt die Andrea, das ist eine kindische Aktion. Nicht? Na ja, Gott, das ist. Das versteht sie halt nicht. Nicht? Dem Kurtl haben sie, glaube ich, für 35 Jahre den Schein weggenommen. Der ist gleich so ausgestiegen und sagt, ich wasche. Aber er fährt weiter, er sagt, ist wurscht. Nicht? Geht genauso. Ja? Ganz im Gegenteil, er sagt, du, ich bin fast ein bisschen gelöst, was sollen sie mir jetzt wegnehmen? Nicht? Und dann sagt er auch, du, wer weiß, für was gut ist. Wer weiß, vielleicht hätte er mal einen Unfall gehabt. Was der für Trotteln auf der Straße sind, die nur blöd ins Gas einsteigen. Nicht? Also das ist, ja. Und da sagt die Andrea, kindische Aktion, Jugend. Sag ich brauche mir meine Jugend nicht zurückholen, Schatz, denn ich bin jung. Punkt. Na. Zugegeben, wenn ich lache, schaue ich aus ein bisschen wie ein Luis Trenker sein Rucksack. Ja. Aber erstens einmal macht das attraktiv. Beim Mann. Zweitens erhält man sich seine Jugend im Kopf und sonst gar nirgends. Ja? Und drittens kann ich sie auf den Tod nicht ausstehen, wenn junge Menschen, also in meinem Alter Menschen, dann so nach zwei, drei Viertel Wein, ja, wenn sie so zu philosophieren beginnen über die Zeit und wie toll die Zeit nicht war und wie die Zeit nicht vergeht, wie es Vicky Slime und Piper gab und klar, vergeht die Zeit. Was soll sie sonst machen? Die hat ja nichts zu tun, die kann ja nur vergehen. Ja?
Zugegeben, es gab Mathematikstunden in meinem Leben, da hätte ich schwören können, jetzt steht's. Ja? Jetzt hat irgendwer die Zeiger attackert, das ist... Die Physik hat den absoluten Nullpunkt erreicht, ihr könnt den Nobelpreis übergeben. Na, aber selbst da ist sie vergangen, alles vergeht, ja, auch die Schönheit. Ja. Und am schnellsten und offensichtlichsten, bei denen die glauben, ist am besten zu kaschieren. Entschuldige, da gibt es doch Gesellschaften, entschuldige, da sind die Damen so oft geliftet. Die kennt ihr schon den Nobel als Brustdruck, ne? Das ist ja alles, was jemals hing, wurde nach oben gezurrt irgendwie. Ne? Ja. Sag mal, bis ich ein Lifting-Vertrag, meine Generation, so in 30 Jahren, sagen wir, wurscht jetzt, na nicht mulen, ja. Aber sagen wir, in 30 Jahren brauchst du keinen Arzt mehr. Das wird beim Friseur, geht das ambulant mit, zack, zack, zack. Da werden bei den Damen die Lockenwickler so angestrafft, das zieht sich dann so rauf, ja, kommen zwei Klammerleine, pack, pack, und das hält wieder 3 Wochen. Ne? Und schaut auch nicht schlecht aus, ja. Meine Generation, wir werden ewig aussehen wie 35, ja. Wir werden auch ewig hageln mit 35. Bis bei mir mal so weit ist mit der Pension, ja, wenn ich dann einmal so dran wäre, wenn es mir irgendwo zu will lernen, wahrscheinlich mit 85, mit dem Rollator. Ja. Und ich gehe dann hin und sage, Grüß Gott, mein Name ist Seidel, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt wegen der Pension. Und dann sagen, schön, dass Sie da sind, Herr Seidel. Pension ist leider aus. Das war einmal eine gute Idee, hat sich aber nicht gerechnet. Ne? Aber die Volksbank hätte man gerettet, wenn sie was brauchen vielleicht. Das brauche ich nicht. Ja. Ich meine, bei aller Liebe zu diesen Wirtschaftsexperten, ja, die ganz sicher wissen, was sie tun, also zumindest für sich selbst. Und also, bei aller Liebe zum ATX, der, wenn er einmal einen guten Tag hat, halt mit plus 0,2 abschließt. Was mir persönlich genauso scheißegal ist, wie ob der mit minus 4 abschließt. Weil ich spür's nicht. Also minus 4 Grad Celsius. Das spüre ich. Wenn ich Mitte August die Eingangstür aufmache, denke ich mir, heute hat's was. Leichter Raureif, heute ist was anderes. Ja? Aber wie der ATX heute heimgeht, der wird jetzt ungefähr am Heimweg sein von der Börse, der geht mir da hinten vorbei. Ja? Nicht einmal ein Windel. Nix. Aber sagen wir, er hat 0,2 plus, sie klatschen auf der Börse, das ist alles großartig. Aber selbst an diesen Tagen, wo er plus 0,2 hat, auch an diesen Tagen bäckt er kein Brot und grabt keine Kneten. Der ATX. Das würde andere machen müssen. Sie zum Beispiel. Oder ich. Ich grab, mir ist das wurscht. Oder seine Freunde, der Nasdaq. Vielleicht grabt der. Oder der Don Johnson, wie sie alle heißen. Oder der DAX. Wer ist der DAX? Ich kenne den nicht. Wer ist der DAX? Der Freund vom Marder, der meine Kabel frisst im Auto. Das ist der DAX. Okay. Ich glaube, das gibt's alles nicht. Ich glaube, das ist eine Riesenblase, die es irgendwann einmal zerreißt. Und wenn ich noch dazu komme, ich werde ganz laut lachen. Ich werde sagen, ahaha, berühmte letzte Lacher. Wir sagen, Chip, sagt mir eh nicht glaubt. So schaut's aus, ja. Bis ich so weit bin, es wird keine Begräbnisse mehr geben, wie wir sie heute noch kennen. Wird es nicht mehr geben. Ja, das wären so Demount-Partys sein, so Ausbarlerfeste. Ja? Da werden wir jung und dynamisch hinscootern. Ja? Das ist auf Facebook angekündigt, mit eBay vernetzt. Ja? Alles zack, 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 zack. Und vor dem Krematorium stehen die Ungarn. Ja? Die Kleinteilbrigade. Ja? Ja? Und die schneiden da aus, was noch einen Wert hat. Nicht? Also da werden die Titanhüften wird's da rausgeflext und dann da die Kniescheiben bandeln, Kreuzbandeln, dann Herzkloppen, Bypässe, alles. Wahrscheinlich so eine 8er Garnitur Bandscheiben, die man schon in der Apotheke dann so einschirmt. Also, was Inlays, Augerln, was es halt gibt, Peppi, alles wird Ding. Das wird dann zur Erbschaft dazugerechnet. Es geht noch Gewicht. Und ja. Was so überbleibt, das vertritt sie dort im Couch. Das ist... Das schaut aus wie im Requisitenkammerl vom Terminator. Ja. Ja. Das sind doch schöne Gedanken, ne? Ich denke mir nur, wenn heute, also 100, jetzt sagen wir, die Dame wird 100. So. Jetzt im Vergleich zu einem Plastiksackel hat sie ein Fünftel ihres Lebens. Ne? Weil die werden ja 500 Jahre alt. Selbst wenn du sie eingrabst. Ne? Oder sagen wir, ein Mammutbaum wird 1000 Jahre alt.
Jetzt bin ich 36, das ist ja lächerlich. Ja, lächerlich, ja. Mit 36 war Alexander der Große 3 Jahre tot. Ja. Nur, dass ich in dieser Zeit, wo die Augen offen hatte, das komplette Perserreich eingnaht. Ja, ich habe nicht einmal einen Teppich von denen. Jetzt warte, bin ich jetzt ein Loser? Ja. Bin ich jetzt weniger wert? Bin ich es nicht wert, in die Geschichtsbücher einzugehen, weil ich kein Massenmörder geworden bin? Ja, ich bin geboren für alle Kopfrechner in der Gruppe 1975. Ich bin ein Nachkriegskind. Soll ich den aufbauen, wenn euch steht? Wegreißen darfst du nichts, weil da Denkmalschutz drauf sitzt. Nicht meine Generation. Wir haben ja keine Aufgabe. Ich habe ja keine Aufgabe. Wir blöd schauen, blöd drin. Wir haben keine Aufgabe. Ja? In meinem Lebenslauf, in den schnöden Tagen meiner Existenz ist nichts dabei, wo man sagt, boah, da warst du dabei. Nichts, nichts. Nicht einmal gekriegt. Nichts. Das Ärgste, was ich erlebt habe, war ein Hochwasser. Ja, aber nicht einmal bei uns, in der Nachbarschaft. Da haben wir mit dem Radl umgefahren und geschaut, wie die Sommerfrischler ertrinken. Ja. Nur um was zu erleben, nicht? Und sein Sommerfrischler, ja, der mit seinem Altgut Zweitakt mir gegen einen Schlamm schwimmt, der will was, der hat Feuer in den Augen. Ja. Eine Dame hat das damals sehr, sehr nett formuliert, hat sie gesagt, ja, seitdem wir auf der Terrasse im ersten Stock das Wasser haben, sind keine Gössen mehr im Garten. Nicht? Das ist wunderschön. Schauen Sie, das Großartige, finde ich, ist ja, es kann uns nicht mehr besser gehen. Geht nicht. Die Tragik dabei ist, es kann uns nicht mehr besser gehen. Das heißt, wenn wir das, was wir jetzt da gerade haben, wenn das nicht reicht, viel mehr wird das nicht werden. Ne? Und eines macht mich auch noch glücklich, ich suche nichts mehr. Lass das alles weg. Also natürlich, diese großen Fragen, dieses, der Sinn des Lebens, den suche ich jeden Tag, gleich noch aufstehe. Aber das ist, also, was ich weggelassen habe, ist die Sucherei. Dieses Suchen nach irgendwelchen kleinen Scheiß, den man dann eh nicht findet meistens, ja, oder wo du während des Suchens, sag ich mal, was suche ich denn, so irgendwelche Zetteln oder Telefonnummern oder irgendwelche Schlüssel oder so, wo du während des Suchens eigentlich vergisst, sag ich mal, was suche ich denn eigentlich die ganze Zeit, ja, oder dann kommst du drauf, dieses, da schau, da habe ich was gefunden, das habe ich vor Wochen gesucht, natürlich nicht gefunden damals, ja, und wenn es nicht gerade ein Salamibrot ist, kann man es oft sogar wieder verwenden und freut, das lasse ich alles weg, das lasse ich alles weg. Was mich glücklich gemacht hat zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich noch suchender war, ist der Umstand um die Tatsache, dass ich ja nicht der Einzige bin, der sucht, weil wir ja alle suchen. Der Mensch ist ein Sucher. Der Mensch hat sich sogar eigene Maschinen dafür gebaut. Also Google. Der Google sucht. Kann nicht mehr, aber nicht weniger. Und wenn du im Google Suchen eingibst, kommst du auf, glaube ich, 840 Millionen Möglichkeiten. Das ist natürlich zu viel für Menschenleben, ne? Also wenn du am Abend mit der Gattin speisen gehen willst und schreibst Suchen rein, wirst du wahrscheinlich in den Monat auswärts nichts mehr essen. Nicht, weil das einfach sich das findest nicht. Ja. Für die Suchenden gibt es sogar einen eigenen Schutzpatron. Das ist der heilige Antonius von Padua. Auch Schlampertoni genannt. Ja. Er ist 1231 gestorben. Da haben die Leute schon gesucht, hat es noch gar keinen Google gegeben. Ja. Für die Findenden gibt es das gar nicht. Also im Sinne von, was man dann hat, ist ja eh nichts wert. Nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendwann einmal den heiligen Google. Oder den heiligen Yahoo. Und ein Wunder werden wir schon finden. Ja? Wenn man Wunder eingibt, kommt man, glaube ich, auf 40 Millionen. Ob das jetzt Franken sind oder Euro, das weiß ich nicht. Aber irgendwas werden schon verlangen in Rom. Ja? Gratis ist dort nicht viel. Aber schauen Sie, jetzt suche ich heute 25 Sachen. Ja? Find 3. Gut. Dann kommen wieder 25 dazu, finde ich 2 oder 4. Dann kommen wieder 25. Jeden Tag. Tack, 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 tack. Wie weit soll das gehen? Bis alles zerreißt? Oder vielleicht passiert ja überhaupt nichts, wenn ich aufhöre, heute zu suchen. Vielleicht. Ist er da? Entschuldige. Bitte? Ach so, ja. Ja, Sie sind erlegt. Ja, Sie müssen ein Kabel verlegen. Bitte, ich halte Sie nicht auf, ich habe Zeit. Bitte. Ja, Starkstromkabel, ne? Nein, das sehe ich, da bin ich vom Fach, ja. Nein, ich sage nur, weil es ist an dieser Stelle unisoliert, da schaut es Kupfer aus. Nicht, dass er nicht, das wäre fladert. Ja. Nein, Schmei, ich sag's, weil wenn man draufgreift bei einem 380er, ist man voraussichtlich tot. Ja.
Sie sind der Elektriker. Keine Sorge. Hab's nicht gesagt. Bitte. Schon gut, ja. Wissen Sie, was meines Erachtens ideal wäre? Ideal wäre der Google fürs Leben. Ja? Da gebe ich einen Wohnungsschlüssel und der schreibt mir zurück, sind in der blauen Dolce & Gabbana Handtasche Ihrer Frau. Das hätte einen Sinn. Ne? Ich stehe also vor meiner Wohnungstür, komme nicht rein, weil keinen Schlüssel, suche aber auch nicht mehr, weil ich ja nicht mehr suche, sondern ich weiß, wo sie sind. Ich greife zum Handy, rufe meine Frau an. Andrea! Ne? Die weiß gleich, da sucht er was. So. Dieser Schrei geht jetzt über 17 Satelliten, die unseren Erdball umkreisen und lückenlos, großes Lob an die Ingenieurkunst, lückenlos mitsammen kommunizieren, ja, geht rund um bis zu einer Schwachstelle im ganzen System. Das ist meine Frau. Weil die hebt nicht an. Ja. Also insofern könntest du alle Satelliten gleichzeitig auf Urlaub schicken. Es hätte denselben Effekt, wenn es einen Joghurtbecher eingeschrien hätte. Nicht? Sie hebt nicht ab. Oder sie hat nur vergessen, ihr Handy zu laden. Weil dass das Zeug an Strom auch braucht, das ignoriert sie sehr gerne. Ja? Oder sie hört es nicht. Weil das Handy ganz unten in ihrer kleinen blauen Bannerhandtasche zu liegen gekommen ist. Ja? Dieses kleine blaue Dolce & Gabbana Handtaschel mit dem Taschel, vor ich 6 Wochen auf Urlaub und mir fällt keine Unterhosen. Mit dem Taschel, da ist alles drin, ein Taucherzeug, weiß ich nicht, Fallschirm, Schwarzgerät, da ist alles. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel gewarnt, dass in das Taschel dort eine passen wird, ja? Habe ich gar nicht. Und ganz unten liegt das Handy und klingelt um sein Leben. Ja? Jetzt muss man dazu sagen, also Menschen, die Handys erzeugen, gehören ja nicht zu den dümmsten in der Gesellschaft. Ne? Die haben sich auch einen Klingelton überlegt, den man hört. Ja? Nur ist es die Kreativität des Users, wo man sagt, nein, da könnt ihr euch selber einen runterladen. Ja? Und da hat meine Frau einen Klingelton gewählt, der ist bahnbrechend, nämlich Grillenzirpen. Ja? Der ist original so laut. So. Den hört nicht einmal Lux, wenn du sie am da herbinst. Ja, und dort unten liegt das Handy und ratscht um sein Leben. Und sie hört es nicht. Es geht gar nicht. Oder meine Frau telefoniert. Telefoniert sehr viel. Sehr viel. Also nach 1000 Minuten sage ich, es ist einmal warm geredet. Ja? Das braucht sich immer eingeschlagen quasi. Ne? So 1000 Minuten, muss man aber sagen, sind 17 Stunden. Das ist ein Teilzeitjob. Also, ne? Sie sagt auf den Abend, sagt sie zu mir, sagt sie, was nicht, ich komme zu nichts. Denke ich mir, das glaube ich da. Ja? Alles andere hätte mich gewundert. Ne? Ja. Ich spreche gar nicht von den 1000 SMS, die sie verschreibt. Ja? Oder die 1000 jeweils freien Minuten ihrer besten Freundin, die sie verhört, von denen rede ich gar nicht. Ich sage, hätten die das Angebot gehabt, bevor es Handys gegeben hat, die hätten einen eigenen Postler gehabt, der nur mit ihren Botschaften in Graz fährt, dem hätten sie alle 3 Wochen ein Ex-Radl kaufen müssen. So, ich stehe vor unserer Wohnungstür und komme nicht rein. Jetzt habe ich aber schon, meine Frau telefoniert sehr viel. Und sehr viel mit Freundinnen und thematisch braucht man dann doch immer ein Thema für 17 Stunden. Und da machen sie sich sehr viel Angst. Ja, weil jede kennt ja wiederum jemanden, der wiederum jemanden kennt, wo einmal eingebrochen hätte werden können. Ja, so. Und da hat sie eine Freundin, die haben eine Hochsicherheitstüre sich gebaut und sage und schreibe, 17.500 Euro hat diese Tür gekostet. Sagt sie, das brauchen wir auch. Sag ich, nein, das kommt nicht in Frage. Na, aber sicher nicht. Jetzt ist es aber so, dass meine Frau jeden Tag mehr Gewicht bekommt. Also ihre Stimme hat jeden Tag mehr Gewicht. Natürlich haben wir so ein Tier. Ne? Ja, klar. Irgendwann bist du wehrlos, du gibst auf. Ne? Natürlich haben wir so eine. Aber ob sie, haben wir 40 Euro gespart. Ja? Da schaue ich aufs Geld. Ja? Und durch die Türe kommt auch kein Einbrecher. Wirklich. Ich sage, der wäre auch besser beraten, wenn er mit einem Schweizer Messer links durch die Gipskartonwand geht. Nicht? Aber. Das ignoriert sie völlig. Ja? Und wenn ich sie erwähne in einem Nebensatz, bin ich spießig und kleinbürgerlich. Also das lasse ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt müssen wir noch mal die Gitter vor die Terrassentüre montieren und vor die Fenster und dann ist wirklich alles in Ordnung, dann fühle ich mich wohl. Ich habe gesagt, ja, aber ich nicht mehr. Dann bin ich ein Häftling im eigenen Zuhause. Ja. Dagegen ist eine Fußfessel ein Freundschaftsband. Ich sage, Schatz, ich weiß schon, warum bei uns niemand einbricht, weil er Angst hat, dass er nie mehr rauskommt aus der Rahiten. Das ist ja.
Sag ich, was soll uns denn wer wegnehmen? Ich habe den Schrei nicht ersteigert. Ich würde es zugeben. Was ist den Drucker? Habe ich da schon etwas mit dem Drucker? Bei mir wäre alles offen. Alles. Wirklich, mein Auto steht vor der Tür. Schlüssel steckt. Macht einer wenigstens nichts hin, wenn er rein will. Ja? Soll ich sich reinsetzen in meinen alten Renault, der Ender der Röm? Ja? Beim zweiten Kreisverkehr dreht er um und steckt um in seinen 7er BMW. Was? Der fährt gar nicht mit der Schüssel. Also, soll das haben? Ich stehe also vor meiner Tür und komme nicht rein. Jetzt suche ich aber auch nicht mehr lange rum. Ich nehme mein Handy in völliger Entspannung. Ich rufe meine Frau an und sage, bin beim Italiener. Ti amo. Ich gehe zum Italiener. Ich suche mir keinen Platz, weil ich nicht mehr suche. Luigi weist mir einen zu. Ah, buongiorno, mein Freund, das freut mich, dass du gekommen bist. Ah, du bist Nichtraucher, nimmst du diesen Platz? Ah, sag ich, ja. Ah, Luigi, soll ich dir was sagen? Vielleicht rauche ich heute. Na, dann nimmst du trotzdem diesen Platz, wir sind nicht in Italien, das ist ja scheißegal. Also, was darf ich dir bringen? Was darfst du mir bringen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich schaue nicht in der Karte, ich suche nicht mehr. Ich verlasse mich auf meinen Bauch und auf Luigi. Ich sage, Luigi, was kannst du empfehlen? Er sagt, du bist gut drauf. Ich empfehle dir Pizza à la Luigi. Gut drauf. Müde bin ich ein bisschen. Du bist müde. Dann nimmst du unsere Spezialität Pizza à la Luigi. Was sagst du? Ah, großartig und auch toll, die Beratung. Danke, Luigi. Und ein Bier bitte mit Schnaps. Ist schon drinnen. Wunderbar. Herrlich. Bis jetzt hätte es besser nicht sein können. Ja? Zu Hause hätte ich mir wahrscheinlich wieder neue Spaghetti gemacht. Spaghetti mit ohne, mehr kann ich nicht. Ja. Luigi bringt das fünfte Bier mit Schnaps. Ich schon drinnen. Ich sage, Luigi, zahl! Ups. Ein 5-Euro-Schein ist mir runtergefallen. Ja, wenn ich mir jetzt um den 5er Bug schiebe, dir ein 20er aus. Das geht gar nicht. Das geht mir großartig. Irgendwann läutet mein Telefon. Ich suche es nicht. Es liegt direkt vor mir. Immer griffbereit. Der Colt des 21. Jahrhunderts. Verfacebookt und verzwittert mit der Welt. Dieses 11x5 cm große Gerät wäre der feste Punkt gewesen, mit dem Galilei die Welt aus den Angeln gehoben hätte. Es ist meine Frau! Ich hebe ab! John Borner, mein Schatz! Ich bin noch da! Ich bestell dir einen Italiener! Ja, von mir selbst bestelle ich noch ein Bier. Bis Schnaps und sie ist schon drinnen. Es geht mir herrlich. Irgendwann geht die Tür auf und meine Frau betritt das Lokal und ich sage, Herzi, je später, desto schöner, desto Abend die Gäste. Na, meine Frau ignoriert mein ungewohntes Wortspiel und stellt sich neben mich hin und sagt, Schatz, es tut mir leid, ich habe heute in der Früh irrtümlich die Schlüssel in meine Tasche gepackt und jetzt erst gesehen, dass du zigmal angerufen hast. Ich bleibe ruhig. Haben Sie das mitbekommen? Ich sitze einen Stock besoffen beim Italiener und meine Frau kommt und entschuldigt sich. Die ganze Suchaktion hätte also keinen Sinn gehabt, weil sie seine Schlüssel in diesem Handtaschenuniversum vergraben hat. Ich sage, Luigi, bring uns noch eine Runde Grappa. Luigi kommt, er setzt sich neben mich, ich gebe ihm ein Bussi. Meine Frau setzt sich auch her. Es kommt noch eine Runde Grappa und noch eine. Es wird sehr familiär. Irgendwann hat sich meine Frau auf unser Niveau heruntergesoffen. Und wir schleppen uns nach Hause und ich sage ihnen, was für eine Nacht! Diese Nacht hätte nicht einmal Spaghetti Arrabbiata zustande gebracht. Diese Nacht habe ich mir rot in meinen Kalender eingetragen, und zwar in meinen iCall-Kalender. In meinen Stehkalender brauche ich das nicht einzutragen. Mit rot, der Stift zwischen den Einträgen wird vertrocknen. Ich habe reingeschrieben, Edgy Badgy, ich bin der Hengst.
Mir zugegeben, am nächsten Tag leicht verwundert über diesen Eintrag. Also eigentlich am übernächsten. Der nächste ist weg, gelöscht. Also. Ich steck's nicht mehr so weg. Ich werde auch, es war, glaube ich, ein Jahr her oder eineinhalb Jahre vielleicht, aber ich will nachweislich nach dem letzten Lokalbesuch beim Polterabend, habe ich freiwillig die Rettung gerufen. Die hat gesagt, was fehlt Ihnen? Ich sage, gar nichts. Aber wenn es heute noch fährt, braucht es mich morgen nicht holen. Ja, es war eine Nacht, wie im Traum. Na klar, ich spiel, na, wenn's läuft, läuft's. Ich spiel für Sie über das Träumerlied. Sie können die Augen schließen und sich zurücklehnen. Die Andrea Körbchen ihr in mein Traum liegt auf mein Auto niederschnell, während alle anderen scheren, denke mir, na, mich habt's gern. Und geh barfuß übern See, Genezareth. In mein Traum, da schlagt der Goliath den David. Wer alles verkehrt ist, frisst Fenster aus dem Kiel. Und kurz vor der Resignation gewinn ich eine Million. Ich kauf mir eine Yacht mit 1000 Liter Sprit und nehm keinen mit. Im Traum bin ich allein. Das muss auch so sein. Im Traum will ich mehr Ruhe. Meine Augen sind zu. Zwei Hupzen. In mein Traum verlasse ich meinen Körper und die Welt und sieh von ganz, ganz weit weg, was mir wirklich fehlt. Eine Batterie für meine Uhr, dass wenn ich aufwache in der Früh, dann sieh ich, ui, ist schon so spät. Es interessiert mich nicht. In mein Traum verliere ich einen Arm, aber kein Blut. In mein Traum kocht die Andrea und es schmeckt gut. In mein Traum habe ich das Gefühl, zum ersten Mal weiß, was ich will. Ich mach die Steuer selber und spar 50 Cent. Du siehst, wie es rennt. Das Leben ist ein Traum, wie ein schwarz-blaues Jahr. Jeder nimmt sich, was er hat. Gerade so brauchen kann. Aber wenn's nicht zur Leistung war.
sie, dass ich für den kleinen Noah verantwortlich fühlt. Ja, eventuell vielleicht auch ein Papa. Sag einmal, hörst du jetzt auf da? Dann bitten wir denjenigen, den kleinen Noah bei der Warnausgabe abzuholen. Ich wiederhole, bitte den kleinen Noah bei der Warnausgabe. Was ist? Also der Herr Landeshauptmann. Ja, na ja gut, jetzt Kinder, ich kann ja nicht alles gleichzeitig jetzt. Entschuldige, hat da jemand Noah? Das ist meiner. Der Kleine, der gehört zu mir, den müsst, da bin ich, wo ist der Kleine, der verlauft sich jetzt. Entschuldigung, was ist mit diesem Kabel, wo ist dieser Elektriker bitte? Da ist noch immer alles blank, wenn einer hingreift, dann ist er auf der Schule. Ich sage, wir fahren. Herr Glück, hier ist ein Glück, der Herr Glück. Und glänzt sie. Ja, gut, schaust du aus. Es tut mir total leid, dass ich nicht auf dein Begräbnis war. Es ist eine ganz eine lange Geschichte. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nein, weil die war ja selber nicht. Ein Beischel hätte es gegeben, das hat mir noch nie geschmeckt. Aber bist mir eh nicht böse. Dankeschön. Was machst du da? Das frage ich dich. Gute Frage. Herr Glück, was mache ich eigentlich da? Wir holen dich ab. Wie abholen? Jetzt wieder so eine Rückführung für dieses Leben. Nein, nein. Diesmal wirklich. Was heißt diesmal wirklich? Ja, weil du aber Bangel hast gerissen. Jetzt frag nicht so deppert. Was hast du, der Bangel hast du gerissen? Was hast du, ich bin gestorben? Woran bin ich gestorben? Na, Überspannung. Ja. Bist ein bisschen ein Problempatient. Fast wie die Franzosen. Hm? Cretin de Automobil. Ja, Entschuldigung, das geht nicht. Ich kann es nicht. Ich habe einen Auftrag. Der Kleine sucht mich. Der Noah fliegt in diesem Einkaufszentrum und findet mich nicht. Ich stehe auf der Bühne und falle tot um. Was heißt, der hat einen Schock fürs Leben. Und außerdem, ich habe ein Fotoshooting mit Herrn Landeshauptmann. Ich bin der 1-millionste Gewinner. Was heißt du? Du hast was? Mein Neffe hat ein Fotoshooting mit Landeshauptmann. Herr Glück, ich möchte was machen. Mein Neffe hat ein Fotoshooting mit Herrn Landeshauptmann. Gottes Willen, einer hat in der Familie was gebracht. Herr Glück, können wir da nicht irgendwas, dass man nach dem irgendwie... Nein, das geht leider nicht. Herr Glück, aber da müssen wir unbedingt was... Herr Glück, kennt man bitte sonst so lieb, dass ich noch einmal runter müsste. Der Kleine, der sucht mich. Nein, das geht aber nicht! Moment. Ich habe einen Schutzbrief. Und beim Schutzbrief ist eine Rückholaktion dabei. Stimmt. Ja gut, aber entschuldige, wenn ich das weiß, ich war Platinmitglied beim Arbeiter. Na komm, Heinz, ich habe dir gemacht, wo es geht. Ha, zweimal in meinen Baum gewickelt. In deiner Bonusstufen war nicht mehr drin. Aber ich habe einen Bonus. Ich bin zum 100. Mal auf der Welt. Das haben Sie mir selber gesagt. Das ist mein 100. Leben. Das ist doch wohl Bonus genug.
Ja, das ist jetzt typisch hier. Wenn es eng wird, muss der Glaube herhalten. Gut. Aber du musst meinen Wunsch erfüllen. Ja, gern. Und welchen? Das wirst du dann schon merken. Mein Herr Güchter, ich bin Ihnen sehr dankbar. Als bin ich wirklich sehr dankbar. Mein Fotoshooting mit Herrn Landeshauptmann, mein Neffe, dass Sie das so in die Wege geleitet haben. Herr Güchter, bin ich Ihnen sehr dankbar. Herr Güchter, passen Sie auf, der LKW. Ich glaube, der Hund, der da bremst, ist nicht mal scheiße. In meinem Traum erkenne ich jeden falschen Hund. Schmeiß ihm eine Banane vor die Füße und lach mich wund. Wenn er auf dem Rücken liegt und keinen Halt mehr findet, weil ihm seine Freundelwirtschaft wie ein Eis zerrinnt, auch trinzt wie ein Kind. Wenn du weißt, wie es geht, legst dich nieder, träumst dein Leben lang. Aber aufwachen darfst du nicht. Dankeschön.